Hey Leute, hier ist Aldemar mit Planet Crafter. Willkommen zurück. Ich muss jetzt mal mein Inventar ein bisschen leer räumen. Alter, guck mal, wie es hier schon aussieht. Und jetzt geht schon die Performance ein bisschen runter. Ich glaube, ich bin ein bisschen übertrieben. Die können wir aber irgendwann wegmachen. Die brauchen wir dann nicht mehr, wenn hier alles schon gewachsen ist. So die Superblumenfelder. Na gut. So, Warnung, Hydrationsniveau niedrig. Ja, das ist ein Problem, tatsächlich. Aber was soll's? Wir müssen mal irgendwie einen Wasserkollektor bauen oder so. Mann, hier wird's irgendwie nie platziger. Also, was brauchen wir denn für den Wassersammler? 3 Plastik. 1, 2, 3. Dann machen wir ein bisschen Superlegierung. Und zwar brauchen wir für von allem 1. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, ne? Also 1, 2, 3. Pass auf, machen wir immer eine Linie voll. Pass auf. Pass auf, warte. Pass auf, warte, warte, warte. Wir machen es so. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 4. Och, jetzt kommen wir. Wir haben doch bestimmt noch Titanium rumfliegen. Ein noch. Nein! Warte, wir holen einen. Das muss alles nacheinander. Sheldon! Boah, guck mal, hier habe ich alles leer gepflügt, ne? Da ist er. Ach du Scheiße, ich sterbe. Nein, tu's nicht! So, ich wollte gerade Titan holen. Ist nichts passiert. Ihr habt euch nur getäuscht. Ich sterbe nicht. Ich gehe nur und komme dann wieder. Okay. Die Kisten verschwinden dann wenigstens, wenn das bei allen so wäre. Guck mal, wie hell die Pflanzen sind. Wusch. So, nochmal. Also so kann man wirklich sehr gut Superleitung machen. Ohne irgendwie durcheinander zu kommen. So, dann machen wir jetzt 1, 2, 3, 4... 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt fehlt noch Kobalt, das haben wir nie. Ah, ist so schön blau. Boah, ich dachte gerade, da ist was geschwommen, aber das wäre es ja gewesen. Komm, gib mir nur einen. So, wenn ich jetzt wenigstens solche easy Sachen halt mobil herstellen könnte. Wie gesagt, ich könnte ja überall Bunker einbauen, aber... So, jetzt haben wir nochmal welche gemacht. So, machen wir jetzt. So, sorry. So. Was wollte ich jetzt machen? Algengeneratoren, ne? Ne, warte mal, ich hab's vergessen. Oh Mann, oh nein. Wir wollten Superleitung machen, weil... Wollte ich jetzt noch mehr Blumensammler bauen? Ja, ne? Generator haben wir gebaut, dann haben wir keinen Strom mehr. Mir hat noch eins gefehlt. Ach, keine Ahnung. Jetzt haben wir halt Superleitung gebaut. Wir müssen nochmal erkunden gehen. Das ist viel wichtiger. Hier sind Satelliten. Kräuter, 57%. Lange dauert es nicht mehr. Lange dauert es nicht mehr. Wir könnten noch eine Rakete bauen, aber... Ach, egal. Komm, wir gehen erkunden. Ach so, Wasser brauchen wir. Guck mal, da sind auch nochmal 3 Superlegierungen. Ich überlege gerade. Komm, wir machen noch einen Algensammler. Ich will noch einen Algensammler bauen. Algenmacher. Magnesium, Wasser, Dünger. Magnesium, Wasser, Dünger.
Den Wassersammler wollten wir bauen. Jetzt weiß ich wieder. Machen wir den lieber zuerst, bevor wir jetzt hier wieder nichts mehr haben. Drei Plastik, Aluminium. Ich will gucken, dass ich direkt genug habe für alles. Hier hin. Wer hat nicht genug Speicher? Aha, siehst du, das ist doch sehr schön. So, und jetzt den Algenmaster 3000. Kennen wir alle, der Algenmaster 3000. Jetzt im Handel. Algenisieren Sie jetzt alles. Und nochmal. Gut, also Plastik haben wir fast ausschließlich gefunden. Ja, wachst du mal. Algen holen wir am besten nur, wenn wir es wirklich brauchen. Aber ich würde sagen, wir machen nochmal einen... Warte, ich will mal was gucken. Biomasse. Macht aber nur Biomasse. Aber mit Biomasse kriegen wir auch mehr Sauerstoff. Egal, jetzt haben wir noch ein Eigendingens gebaut. Also kriegen wir eigentlich diese Multiplikatoren aus den Samen. Da steht ja Sauerstoffmultiplikator 400. Multipliziert das auf alles? Oder multipliziert das nur auf die Maschine selbst? Guck mal, jetzt sind wir schon bei 14.000 PPQS. PPQ und dann die Sekunde. Wir müssen jetzt mal Wasser holen hier. Mal gucken, wie schnell der Seewassersammler ist. Wenn ich schon wieder sterben. Wow, okay. Ach, ich hab doch noch Wasser. Okay, komm, jetzt gehen wir zu dem Satelliten. Da war nicht nur was. Und ich brauche nochmal Sauerstoff. Gleich wieder da. Schade, ich würde gerne die Sauerstoffkapseln auch herstellen in der Maschine. Das wäre toll. Weil so mit das mit Kobalt zu machen, ich meine, dass wir das nicht automatisieren können. Ich meine, wir haben ja Sauerstoff und anscheinend unendlich in den Aufbauten generell. Also warum können wir das dann nicht, unsere Sauerstoffflaschen irgendwie so Zusatzbehälter einfach aus Eisen herstellen oder so. Für den Behälter bezahlen, das war's. Oder dass diese Zusatzbehälter sich dann, dass man die nicht einlöst, sondern dass sie einfach leer werden. 2, 4, noch einen. Schon haben wir wieder einen Sturm. Es wird immer grüner hier. Grün mal. Vielleicht sollte ich die Dinge mal mehr verteilen, damit die nicht alle hier vorne sind. Und auf in den Sturm. Den Sturm entgegen. Und hoch hinaus. Alter, ist das ein CO... Alter, was? Wo kommt der her? Das ist eine Wurzel. Das wächst. Das ist eine Wurzel. Guck mal. Alter, geil, wir können einen Gasextraktor bauen. Warte, wir gehen erstmal zum Satelliten. Das wächst an Pflanzen. Alter, wie ich das gefunden habe, das war ja kaum sichtbar, nur weiß. Bin ich gespannt, ob wir mehr davon sehen oder finden von diesen Wurzeln. Das sah auf jeden Fall aus wie eine Wurzel. Abgefahren. Ah.
mal, das ist Meerwasser geworden. Das Wasser steigt immer noch. Guckt mal. Das war mal viel niedriger. Kaum sichtbar. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das Wasser immer noch ein bisschen steigt. Minimal, aber... Wer weiß, vielleicht steigt es noch exzessiv, ja? So, das war die Alienhöhle. Sollte ich irgendwas machen? Ich habe es vergessen. Extraktor oder so. Dann machen wir ein andermal. Nimm einfach mit. So. Kaputt machen kann ich es aber nicht. Schade. Schade. So, egal. Wir wollen jetzt den Gasextraktor bauen. Gasextraktore. Also ich hoffe, dass die Sandfälle werden mal Wasserfälle. Also, dann bin ich enttäuscht, wenn nicht. Bietet sich doch an. Aber hier ist halt kein Flussdingen oder so. Dann bleiben sie wahrscheinlich die Sandfälle. So ein Flusslauf, meine ich. So ein vorgenerierter. Okay. Okay, wir bauen nur noch ein und einen Dingensstab. So, wo habe ich den Zellulite hingetan? Da. Jo, los geht's. Jo, jo, jo. Jo, Baby, jo, Baby, jo. Was macht der? Methankartusche. Enthält Methan. Was mache ich damit? Ja, keine Ahnung. Vielleicht ein bisschen zu früh. Macht das überhaupt irgendwas? Wärme 13. Wow. Toll, okay. Jetzt haben wir... Toll, jetzt haben wir einen Gasextraktor. Hm. Schön. Also das mit der Baumrinde kann noch warten, oder? Hier gibt es ja sonst nichts. Und ich könnte noch mehr Biodome bauen. Biodome. Was mache ich denn jetzt? %69. 14.000. Luftdruck. Biomasse. Ich meine, wenn die Biomasse steigt, steigt auch die Sauerstoffproduktion, aber... ~65 Tonnen Biomasse. 12 Tonnen Biomasse. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Raketen und noch mehr Blumenstreuer. Ich glaube, das sollte unsere Ausgangsbasis sein. Pass auf. Wir machen 2 Raketentriebwerke, würde ich sagen. 2, 4. Machen wir nochmal 2 Raketen. Oh, guck mal hier. Wir müssten eigentlich genug Iridium haben und Kerne. Und wenn wir wissen ja, wo noch eine Höhle ist. Warte, wir machen jetzt mal alles leer hier. So. Ja. Wird schon hinhauen. Wir pushen jetzt Baumrinde. Biomasse, Entschuldigung. Okay, so. Wir haben 4 Stück. Wir könnten theoretisch sogar 4 machen. Jetzt brauchen wir Uran. Das fehlt uns natürlich, weil das habe ich... 1, 2, 3... Vielleicht müssen wir noch einen, sonst muss ich... Sonst müssen wir eine Uranrakete bauen. Aha, okay, warte mal. 2, 4, 6... So. Dann tun wir gerade mal die Pilze da unten rein.
So, die Pilze kommen wieder zurück. Pilze, geil. Okay, jetzt brauchen wir Superleitungen. Und davon haben wir wahrscheinlich nicht mehr viel. Warte mal. Zwei pro, pro Triebwerk, ne? So, ich weiß nicht, wo ich das überall hingetan habe noch. Die restlichen, die ich neu gemacht hatte, kann auch sein, dass wir jetzt alle verarbeitet haben. Okay. Aha. So, dann sind es halt zwei. So, jetzt brauchte ich Lirnsamen. Was dämlich ist, weil ich glaube, ich habe gar keine Lirnsamen mehr. Aber ich glaube, ich habe Lirnsamen in den alten Biostreuern. Ich glaube, welche waren das? Die zwei oder die eine? Dünger. Ah, die eine. Die eine. Die eine oder keiner. Die brauchen wir sowieso nicht mehr eigentlich. Okay, und Dünger. Den haben wir, glaube ich, auch noch. Das muss ich, müssen wir halt machen. Dünger, Dünger. Und dann... zwei Baumrinde noch. Ach, holen wir die hier raus, weil die sollen ja sowieso hier... Baumsamen. Und los geht's. Und dann machen wir noch ein paar Blumenstreuer. Eins. Guck mal, da ist auch noch ein Zeolit. Da! Da sind jetzt überall so Wurzeln. Was? Da ist noch eins! Gut, okay, ich hätte die auf kurz oder lang selbst gefunden. Aber damit irgendwas bauen, haben wir noch nicht. Wir sammeln die jetzt trotzdem mal ein. Ach, scheiße, warte mal. Hä? Ich hab doch vier Stück. Ach, nee! Habe ich gebraucht, um die Dingens zu machen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Das und noch Kobalt. Ne, Titan fehlt auch noch. Ach komm, holen wir da oben. Platz habe ich noch genug. Oh, Titan droppt hier wahrscheinlich gar nicht. Ah. Wenig. Aha. So, machen wir uns nochmal drei Superlegierungen. Und Wasser brauchen wir auch nochmal. Irgendwas wurde gerade freigeschalten, glaube ich. Aber nichts Neues zum Bauen. Okay, komm, wir bauen jetzt mal gerade Wasser. Und sammeln jetzt mal die Zeolitendinger ein. Aber anscheinend ist das gar nicht so rar. Guck, hier ist schon wieder so eine Wurzel. Cool, guck mal. Unterirdische Bäume. So, jetzt haben wir einfach mal die Biomasse 2000%isiert. So, jetzt brauchen wir noch mal ein paar mehr Blumenstreuer. Erstmal Algen sammeln.
Was ist denn damit passiert? Ich glaube, die haben irgendwie... Er war zu sehr entsonnet. Entsonnisiert. Pulsarquarz. Was sollen wir damit machen? Vielleicht kommt das in die Generatoren in den Raumschiffen, die wir gefunden hatten. Ach, guck mal hier, wenn man vom Teufel spricht. Und was machen wir damit? Ja, das ist ja schon mal praktisch. Okay. Dünger. Schwefel. Und was war dann noch? Wasser? Ach, Auberginen. Auberginen, kommt her. Meine kleinen Pflanzen sind so schön. Auberginen hin oder her. Ups, ups, falsch, falsch. Will ich hier behalten? 1, 2, 3, 4. Algen, haben wir noch 3? Wahrscheinlich nicht. Ich habe die wahrscheinlich alle rausgenommen. Ah ja, hier, guck mal. Scharwäffel. Auberginen. Aha, guck mal, jetzt sind sie, jetzt könnte ich hier mal... Oh, dunkel. Jetzt bräuchte ich mal Innenbeleuchtung. Stufe 2 Dünger, aber das brauche ich ja bis jetzt noch gar nicht. Eine Alge fehlt. %83. Yeah, lauf los. Los, meine kleinen. Okay, Dünger, Dünger, Dünger haben wir gemacht. Dann brauchen wir jetzt 2 Dünger pro Ding ja auch sogar. Aber wenn wir die alten Grasdinger wegmachen, jetzt brauchen wir erstmal nochmal Superlegierung. Sind in den kleinen Superlegierungen drin? Nein, leider nicht. Sauerstoff 161, 7,2. Ich könnte die auch wegmachen und die großen hinbauen. Bringt sowieso mehr. Habe ich schon mitgemacht. Ne, ist nur ein Zweier. Ja. Zum Beispiel. Oh, jetzt wollen wir nochmal. Das ist halt so... Müssen wir erst nochmal Platz machen. Jetzt müssen wir erst nochmal Superlegierung machen. Und das wird sich auch anhäufen wie sonst was. Ich glaube, wir müssen nochmal aufräumen. Das geht zu lange nicht mehr. Also ich habe selbst ich verliere jetzt komplett den Überblick. Ist wie ein Computer in meinem Kopf. Nicht. Okay, komm, wir holen das Zeug von draußen, ja? Anstelle von drinnen. Wir upgraden jetzt alle Blumenstreuer mal auf Stufe T3. So.
scheiß drauf. Jetzt brauche ich mal Titan noch. Und Silenzium fehlt auch. Okay, Aluminium haben wir schon noch zu Hause. Alter, guck mal, der Dschungel. Also der Bodendschungel, natürlich. So, wie grün ist es denn schon? Jetzt vom fast komplett grün. Geil. Nee, noch nicht. Was wird, es wird. So, ich bin gespannt, was nach Pflanzen passiert. Die Pflanzenwelt. 88%. 88? So, das ist mal hier. Das auch. Komm, Aluminium, lass mich nicht im Stich. Ich weiß ganz genau, ja. Und jetzt, wenn wir Dünger brauchen, reißt mir Zweier ab. Zweier. Die Einer bringen leider nur die Lirnsamen und die Zweier bringen den Dünger. So, hier haben wir schon überall Dreier hingebaut. Dreier, einer. Das bringt mir nichts, die wegzumachen. Das sind Zweier. Okay, aber sonst haben wir keine Zweier mehr. Gut. Wir bräuchten so einen Düngerproduzenten, ja? Jetzt gucken wir nochmal. So, dafür brauchen wir es auf jeden Fall das hier. Und Algen natürlich. Okay. Holen wir mal Algen. Hä? Saatstreurakete haben wir doch schon. Warte. Wir machen jetzt erstmal hier Algorama. Vielleicht das T2? Da stand aber nichts mit T2. Das ist halt komische Algen, ne? Ich meine, es ist ein Busch, der Kopf über dem Wasser ins Wasser ragt. Es ist, das sind Algen. Punkt. Ich finde auch, wie gesagt, gut, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, dass die Entwickler sagen, wir wollen das Spiel wissenschaftlich machen, aber nicht so, dass es keinen Spaß macht. Ne? Trifft den Nagel auf den Kopf, weil es ist nicht immer cool, wenn das Spiel zu realistisch ist. Das ist halt, ne, man muss halt Gameplay wahrgehalten. Quarz enthält enorme Mengen an Energie. Doch, das tun wir in die Raumschiffe. Das machen wir gleich mal bei dem einen Raumschiff. Jetzt erstmal kurz Dünger. Oh ja. Aha. Dann machen wir das jetzt gleich mal. Vielleicht noch diese Folge. Warte mal, was fehlt mir jetzt noch? Eine Aubergine. Zwei Auberginen. Tut mir leid, ich war jetzt zu aufgeregt. Schwafel. Komm schon, ich habe doch bestimmt nur einen. Nein! Ach, Gott sei Dank. Oh, guck mal hier! LOL! Können wir direkt zwei Blumenstreuer bauen? Noch ein Wasser, dann haben wir zwei neue. Ja, das ist sehr gut. Falsch rum. Okay. So, der weg. Das ist natürlich jetzt blöd. Aber tun wir jetzt direkt einfach hier hin. So. Aber wir haben jetzt noch keinen Samen da rein. Doch, hier haben wir noch 400er. So. Der weg. Der hin. Da kommen keine Lirnsamen rein, sondern andere tolle Sachen.
Okay. Schon wieder geht das los. So, Pulsarquarz. Zeolit, Osmium, Uran, Iridium. Was war denn jetzt los? Nichts Neues. Ich weiß ja nicht, ob das reicht. Ich will aber mal ausprobieren, ob das das ist. Alter. Ich habe davon nichts benutzt. Von diesen dreien, die ich gesammelt habe. Aha. Uran, Iridium. Aber vielleicht muss ich daraus irgendwas Krasseres bauen. Was ist denn heute los? Alter Schwede. Tja. Komm, wir gehen mal hoch zum Wrack. Haben wir die Biomasse, ich glaube, haben wir die Pflanzen durch? Wir gucken gleich mal. Ich will jetzt mal gucken, ob dieser Pulsarquarz da reinpasst. Kann auch sein, dass das nur ein Nebenprodukt ist für irgendwie eine Quantumbatterie oder so. Pulsarbatterie. Guck mal hier. So, hier oben war auf jeden Fall einer. Hier. Nein. Nein. Lol. Hä? Hä? I don't have looted them? Da. Nee, immer noch nicht. Hm. Hier steht leider nichts dazu, über das. Ja, also es war es noch nicht. Oder wird das niemals sein? Ich habe keine Ahnung. Container! War ein Versuch wert. Wir werden es rausfinden. Sonst muss ich mal mich spoilern, aber eigentlich will ich das nicht. Gut, dann zurück. Jetzt gucken wir mal, was die nächste Stufe ist. Von Kräutern. DNA-Manipulator. Ist das jetzt Bäume? Komm, wir gucken mal. Nee. Aber, oh. Dafür brauchen wir bestimmt den Quatsch. Siehste? Ach, sehr gut. Manipuliert DNS, um neue Gene zu erschaffen. Also, ja. Jetzt haben wir so ein DNS. Was können wir denn für Gene erschaffen? Den Pflanzenfisch? Den Algensammler? Den... das Algenwiesel. Ich hab ja DNA. Ich könnte ja aus meinen irgendwas erschaffen. Töte mich! Es wacht dann auf. Also, wir brauchen jetzt noch ein Plastik, ein Schwarzpulver. Wir können das Schwarzpulver mal gerade selbst machen. Das war, Iridium. Oh Mann, scheiße. Iridium. Das haben wir, glaube ich, nicht mehr hier. Müsste ich holen gehen. Iridium. Ah, Schwefel 1-1. Ich
Schwefel. Ne, okay, dann müssen wir mal ganz kurz Schwefel holen gehen. Ich war erstmal im Inventar. 5 Stück sollten jetzt erstmal reichen. Wir gehen dann nochmal dahin. Oh Mann, ich bin die Folge voll überziehen. Leute, scheiße. Dann machen wir die nächste Folge den DNA-Multiplikator. Bis dahin. Wie immer, liebe Leute, ihr seid die Besten. Haut rein.